What are we doing here? There's a warehouse nearby, where the project keeps its old records. We're gonna destroy our past. You can't destroy the past, Leo. Come on. We're gonna need fuel. Ja, Freunde, und herzlich willkommen. Wir sind wieder 6 Jahre zuvor. Und anscheinend sollen wir hier die Sachen anzünden. Wo ihre ganzen Sachen gelagert sind. Oder den Ort eher. I need his gas can. Er hat gar keine Waffe, ne, der Typ? Aber braucht er auch nicht mehr jetzt. So, der hatte nichts. Und wir haben auch keine Waffe mehr. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Ja, langsam nähern wir uns dem Ende, würde ich sagen. Wir sehen jetzt halt immer, was 6 Jahre zuvor passiert ist und warum diese ganzen Sachen passieren. Ah, okay. Alles klar. Damit können wir also auch Feinde exekutieren, indem wir eine Benzinlache bilden und dann die Leute da reinloggen. Locken. Und wir können auch nicht laufen damit. Gucken, was passiert. Let's do this right now. One on one. One on one, alles klar, Kollege. Okay, wir können das auch anders machen, ne? Wir können auch dahin gehen. Ach, ganz schlecht. I doubt these suckers even know who's paying them. Das war ganz schlecht. Okay, können wir auch nur von hinten machen. Also nur, wenn die da drin stehen und wir von hinten kommen. Sonst ist es nicht möglich. Okay, laufen die wieder weg? Okay, wir gucken einfach mal, ob hier irgendwo eine Waffe ist. So ist es ja doof. So. Am besten legen wir zuerst den um, der den Knüppel hat. Den anderen können wir dann totschlagen eigentlich. Ist nur die Frage, ob die überhaupt hierher kommen, ne? So, der eine geht da vorne bei der Tankstelle. Okay, da ist er. Ey, das kann doch nicht sein. Ich dachte, er läuft jetzt wieder weg. Your life ain't worth shit to me. There's no way out of this. You hear me? Da sieht er uns natürlich nicht. So, wir haben jetzt aber den Knüppel, ne? Wir könnten den anderen jetzt einfach niederknüppeln. Ah, komm, knüppeln wir den einfach nieder, ne? Der kann nichts machen dagegen. So, ich glaube, er hat keine Lust mehr. So, können wir hier rein eigentlich? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, natürlich nicht. So. Wir müssen den Benzinkanister wieder nehmen. Ich hoffe, wir müssen nicht tauschen, die Waffen. Nee, müssen wir nicht. Sehr gut.
Das heißt, den nehmen wir mit und müssen dann wahrscheinlich irgend so ein Lager in einem Haus anbrennen oder anzünden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, da vorne, ist da jemand? Nee, da ist nur ein Knopf, ne? Fire drill, huh? Maybe we need to give him the real thing. Okay, jetzt zünden wir das mal an. So, wir zünden aber hier an. Anscheinend kann man sich das aussuchen. Okay, Hauptsache, der ist tot. Keiner kann Hilfe rufen. Sehr gut. So. Den haben wir. Jetzt müssen wir schnell da rein. Da können wir anscheinend noch nicht durch, oder? Nee. Gehen wir mal hier rein und gucken mal. Was ist das hier? Okay. Alles klar. Es war also nur der Typ. Das war ja nicht ganz so schwer. Was ist hier jetzt? Können wir einfach hier rauf auch? Okay, da unten ist einer. Hä? So, den haben wir. Da ist auch einer. So, den haben wir auch. Und da ist noch einer. Aber der scheint dahinter zu sein, ne? Das heißt, wir müssen hier irgendwie rauf und dann darüber oder hier einfach rum. Da ist er. Okay. Alles klar, es sind zwei. Der hat den Toten gesehen. So, den haben wir auch. Das heißt, da ist jetzt nur noch einer. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass der uns nicht sieht. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht rum. Da ist er. Versuchen wir mal rot, ne? Ja, hat wieder nicht funktioniert. Das ist genau das, was ich meine. Das ist mega nervig. Deswegen versuche ich gar nicht rot. Weil der sich immer noch irgendwie dreht. Und dann geht der Finish nicht mehr. Ist ein bisschen schade, aber ist okay. Alles nicht so schlimm. So, Leben haben wir voll.
Können wir hier hoch? Ja. Aber hier ist nichts, ne? Nee. Okay, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Hier mussten wir ja nicht hin, ne? Hier kamen wir ja her, sozusagen. Hier ist gar nichts. Ah, okay, da hoch, oder was? Nee. Hier durch? Auch nicht. Ah, hier durch. Okay. More fuel. Now if I could just find some paper. Alles klar. Von der anderen Seite verriegelt. Nimmt er das mal? Hallo? Jetzt. Ich hätte das ja gern mal gesehen, diese Umgebungsexekution, wenn wir da Benzin hinkippen. Aber, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Das ist verschlossen. Und hier ist nichts. Müssen wir über das Teil rüberklettern? Oder was sollen wir machen? Da unter? Wahrscheinlich da unter, ne? Können wir da unter mit dem Benzinkanister durch überhaupt? Nö. Ich leg den mal kurz ab. Guck dann mal, wo wir lang müssen. Also hier unter müssen wir nicht. Na, hier rüber müssen wir, ne? Aber mit dem Benzinkanister geht das, glaube ich, nicht. Versuchen wir das nochmal. Also hier durch. Hier. Hoch. Nee. So kommen wir da nicht rauf. Das heißt, wir müssen den irgendwie hier wegkriegen. Okay, der hat uns gehört. Alles klar. Gut. Was war das? Dann müssen wir irgendwie hinkriegen, dass der Truck da weggeht. Hä? Das ist hier gar kein... Das war kein Schatten? Das kann mir doch keiner erzählen, dass das eben kein Schatten war. Naja. So. Wir müssen aber den Benzinkanister gleich noch holen, ne? Also. Junge, geh doch mal dahinter. Na, das sieht uns aber, ne? Ja. Schon gedacht. Ja, das geht leider nicht, ne? Also man kann sich nicht irgendwo hinter verstecken und... Ach komm, den hauen wir auch zusammen. Hauptsache, der ist weg. So, der andere kommt jetzt auch, aber wir hauen den hier erstmal kaputt schnell. So. Den hauen wir auch gleich kaputt einfach. Ist ja ganz egal eigentlich. Hauptsache, wir können das Level irgendwie weiterspielen. Für den jetzt K.O. gehauen haben, exekutiert haben, ist eigentlich relativ egal. Jetzt müssen wir nur noch die Akten finden, die richtigen. Weil hier vorne, wie man gesehen hat, war ja noch eine, genau, ein Benzintank. Und wahrscheinlich ist es da, wo die grün, wo der grüne Punkt und wo der blaue Punkt ist. Wir gucken einfach mal, was wir da so finden. So, also das ist das Lager hier vorne dann.
Das ist es hier nicht, ne? Ne, das ist es nicht. Oder ist es das doch? Erstmal abstellen. Ach, okay, da ist das Brecheisen drin, was wir brauchen. Verstehe. Das heißt, wir müssen da irgendwie reinkommen. Zum Beispiel so. Und dann brauchen wir das Brecheisen. Und damit kann man dann wahrscheinlich hier die Dinger aufmachen. Und hier reingucken. Okay, da ist der Pan drin, das brauchen wir alles nicht. Okay, super. So läuft das also. Okay, zwei Leute sind hier. Der eine ist da durchgegangen und der andere ist hier. Ne, doch nicht. Es sind drei Leute. So, wir machen das einfach so. Den hauen wir einfach K.O. Den anderen haben wir exekutiert. So. So, das Brecheisen brauchen wir noch. Und jetzt müssen wir noch irgendwie hinkriegen, dass wir den Truck wegmachen, ne? Dass wir irgendwie den Truck da wegbekommen. Erstmal suchen wir, was hier noch geht. Also da ist nix. Hier da hinten sind die anderen Akten, aber wir kommen ja nicht da raus, ne? Also hier ist ja immer noch der Truck, wahrscheinlich hier rein. Okay, da ist auch der Typ. Jetzt ist da kein Typ mehr. Hier gab es wieder eine Exekution. Wahrscheinlich hier in den Stromkasten reinkloppen. Aber das bringt uns jetzt alles auch nichts. So, das müssen wir aufbrechen. Okay, verstehe. Alles klar. Das ist der Trick. Wir mussten das sozusagen knacken. Die Tür, die war ja von der anderen Seite verschlossen war. Und jetzt können wir damit rum. Sehr gut. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Akten, ne? Jetzt brauchen wir nur noch die Akten von Leo. Ah ne, von Leo hatten wir. Von Danny. Und damit sollte es dann auch geschafft sein. Wir brauchen ja eigentlich auch gar nichts mehr öffnen. Okay, ein Typ ist da noch, sehe ich gerade. Oh, oh, oh. Hell, this is gonna be easy. Na, komm her. Wir kloppen ihn auch mal mit so einem Stabchen. Okay, es sind zwei. Alles klar, lassen wir es doch. Dann lassen wir es doch. Ich dachte, da wäre nur einer. Bei zwei sieht es dann immer schlecht aus. So, der kommt hier rum. Jetzt sind wir aber wirklich im Schatten. Ja, was macht er da? Ich glaube, es ist ein Verarschungstrick. Das war Betrug auf jeden Fall. Das war, damit wir ihn nicht von hinten kriegen. Ach du Scheiße, da sind auch welche. Okay, jetzt wird es doch nochmal gefährlich. Ja, wir müssen hier schnell weg, ne? Also das schaffen wir nicht. Das werden wir nicht schaffen.
Wir brauchen schnell Leben. Wir kommen ja auch nicht weg, ne? Es wird gefährlich, gefährlich. Oh, 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 das wird gefährlich. Haben wir jetzt echt alle verprügelt? Ich hoffe, hier ist Leben drin. Sehr schön. Was war das denn? Wie viele Leute kamen denn da auf einmal? Haben wir jetzt alle getötet? Ich glaube, ne? Verrückt. Das war wirklich verrückt. Hier vorne. Genau, da ist er. Da ist der Tank. Wir haben wirklich alle umgebracht. Nach und nach. Also der Elektroschocker ist um einiges besser. Weil die Leute direkt umfallen. Nach zwei Schlägen, glaube ich. Zwei oder einem Schlag sogar. Ja, das ist krass. So, jetzt gehen wir zu Dannys Akten. Und dann sollte... Okay. Ist auch wieder von der anderen Seite verriegelt. Alles klar. Und damit sollte das Level dann auch gleich schon vorbei sein, ne? Also gleich schon ist relativ. Was ja schon relativ lang war. Mit eins der längsten Level, würde ich sagen. So, das heißt, wir knacken das hier jetzt einfach auf und gehen dann da durch, oder wie? Würde ich so denken. Mal gucken. So, wo ist unser Brecheisen? Da ist es. So, hier. So, und dann sollte das auch schon das Ende sein. Mal gucken, was jetzt passiert, ob da noch welche kommen. Okay, hier sind die Akten drin, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Knacken wir das mal. Hä? Ja, das sind sie. Und los geht's. History is officially erased. Now we can be whoever we want. There's just one more person to take care of. After that, freedom. Ja, Freunde, das war's. Die rituelle Reinigung ist absolviert. Zeit 22 Minuten 41 Sekunden. Jäger getötet 17 Stück, davon exekutiert 8 Stück. Ja, Umgebungsexekution haben wir leider nicht verwendet. Ich hätte gerne mal gesehen, wie man die Leute angezündet hat. Wir waren auch sehr schlecht, weil wir haben viele einfach totgehauen. Dadurch werden uns natürlich dann die Style-Punkte abgezogen. Darum auch nur 1 von 5. Aber alles nicht so schlimm. Kein Problem. Mal sehen, was uns in den nächsten Leveln so erwartet, Freunde. Wir hören uns.